So, Finale. Haben wir noch, ist das ein Turnier jetzt gerade? Es ist ein normales Rennen. Gut, dann machen wir das doch noch. Schnell. Ach, das ist wieder so ein Dingsrennen, ne? Hier so ein Kopf-an-Kopf-Ding. So, Motor City Circuit, Kopf-an-Kopf-Ding. Los geht's. Geht um den Hemi. Ach, gegen Hemi Breaker, gegen den Road Slayer GT. Gehauen. Dann ist er schon mal weg vom Fenster erstmal. Also 6 Runden auf dieser Strecke hier werden nicht ganz ohne werden. Dass ich den ohne irgendeine Strafe zu kriegen wegcrashen kann. Also der ist ja die etwas stärkere Version als von dem Auto hier. Ist ja sowieso schon fahren. Den habe ich extra gekauft, damit wir überhaupt dieses Duell antreten können heute. Dran an uns, ja. Aber gut, er hat auch ein bisschen mehr Power. So, Runde ist Nummer 2 von 6. Ja, ein bisschen mehr dran jetzt an uns. Da hat er jetzt gerade schön einen mitgekriegt. Ja, dann jag ich dich mal kurz wieder ein bisschen in die Wand, mein Freund. Damit du mir jetzt sicher noch das Rennen auch noch kaputt fährst. Ich bleibe mittlerweile, dass ich ein bisschen auf Assi fahre, dass ich den in der Rückruhe nehme. Und zwar kriege ich die Karre von dem weg. Ich bin sehr vorsichtig in die Kurve gekommen. Und die erste Runde war tatsächlich so langsam, weil sie halt beide die Ausdauer tun mussten. Der wollte mir mitgeben, der Heavy Breaker, der gute Rivale. Ich kann ihn ja theoretisch auch rausnehmen aus dem Rennen, ne? Muss ich ihn halt abschießen komplett. Aber da muss ich ihn richtig erwischen mit dem Rennen. Ja, ein bisschen hat er was mit. Auf jeden Fall hat er auch noch nicht einen Schlag gekriegt gerade. Jetzt hat er nochmal einen mitgekriegt. So, viel hat er nicht mehr. Dann ist er nämlich weg vom Fenster. Dann kann ich nämlich... Jetzt verschieße ich ihn einmal komplett raus.
schieße ich ihn halt komplett aus dem Leben. Ich muss ja nur beim Anbremsen in die Karre fahren. So, viel hast du nicht mehr, mein Freund. Dann ist er nämlich vorbei mit dir. Dann haben wir nämlich das Rennen gewonnen. Ich weiß nicht, wie es dann am Ende aussieht, wenn man dann tatsächlich das Finale, weil wir das Ding nicht mehr rausmachen. Ich schieße den jetzt komplett raus. Ja, der ist natürlich extrem assi jetzt unterwegs. So. Ich muss nur ein bisschen auf Position kommen. Er müsste eigentlich mit mega schwer beschädigt sein. Und tschüss. Das war's. Das Rennen ist entschieden. Wir gewinnen diesen Lauf, diesen Kopf-an-Kopf-Lauf. Klar. Muss ich ihn jetzt natürlich rausnehmen. Ich will dieses Auto haben. Ich will dieses Ding fahren. Ich will die Runden fahren. Klar war es assi, weil ich hätte ihn wahrscheinlich im offenen Rennen schlagen können. Klar. Aber schwierig. Weil wir, glaube ich, auch nur noch die Serie-Variante fahren und nicht. Weil die Karre ist gerade nicht gekauft erst. Aber wir haben es geschafft, wir haben ihn rausgenommen, er geht uns jetzt nicht mehr auf Nerven. Weil es ja zwei, drei Schläge, gute Schläge mitbekommen. Das ist ja jetzt immer nach Hause fahren, das ist hier wurscht. Hatte ich mal zum Beispiel bei Need for Speed Pursuit. Du fährst ja auch am Ende gegen Rio. Und der hat sich, glaube ich, in einem Rennen auch so übelst weggeschossen, indem ich immer wieder in die Wand, wo ich da nichts zu tun hatte. Motorbeschädigung, ja, ist egal. Solange wir keine Leben verlieren, ist es eigentlich egal. Für diese Runde, dann haben wir nur noch eine Runde, dann ist es für uns entschieden. Wie gesagt, bald geht man noch nicht mehr, weil ich dazu komme zum Aufnehmen. Wir fahren jetzt einfach komplett entspannt mit dem Rennen, nehmen die Runden mit, zeigen sie mir egal. Wie gesagt, wir sind das einzige Auto noch auf der Strecke, wir fahren das Ding nach Hause. Ja, bloß ich habe gesagt, ich hätte auch beschädigt halten, ich sehe mich sehr durch. Er geht auf die lange Gerade und dann holen wir uns diesen Sieg und sein Auto.
meine erreichte Position. Ja, der hat 286, der hat 70 mehr als wir. Klar, der hat immer wieder aufgeholt. Aber. So, dann haben wir es. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen.